Na, zumindest in den Heimspielen, René, denn von den letzten drei Partien gegen Cottbus konnte Meuselwitz zwei gewinnen. Einmal spielte man unentschieden. Da sollte heute auch was gehen, trotz vieler Cottbus-Fans im Stadion. Die ihre Mannschaft zunächst im Vorwärtsgang sehen. Energie hat ja bislang mit einem Unentschieden in Eilenburg und einem Heimsieg gegen Halberstadt die englische Woche überstanden. Und hier holt Yannick Mäder die erste Ecke für Cottbus raus. Hat ja früher auch mal für Meuselwitz gespielt. ZFC-Torwart Hamroll kann den Eckball klären. Beide Teams gehen relativ verhalten in dieses Spiel, obwohl Meuselwitz ja noch ein paar Pünktchen braucht für den Klassenerhalt. Hier setzt sich Hansch mal schön durch auf der linken Seite, doch auch sein Schuss wird zur Ecke geblockt. Meuselwitz hat ja so seine Probleme mit dem Toreschießen. Erst 16 Mal war man zu Hause erfolgreich in 15 Spielen. Und warum das so ist, das sieht man in der ersten Halbzeit ganz deutlich. Viel zu umständlich wird da agiert, zu viel klein-klein. Da fehlt's einfach an Qualität in der Offensive, sagt Trainer David Bergner. Und wahrscheinlich hat er damit nicht so Unrecht. Da hat Cottbus deutlich mehr Offensivpower zu bieten. Schon 64 Treffer in dieser Saison, davon 28 auswärts. Hasse versucht's hier mal auf eigene Faust, aber kein Problem für Matthias Hamroll im ZFC-Tor. Im Meuselwitzer Mittelfeld kriegt Till Jakobi heute mal eine Startelf-Chance. Schöner Pass auf Trübenbach, der diese Woche seinen Vertrag beim ZFC verlängert hat. Doch er steht im Abseits. Elfmeter war es auch nicht, also kein Grund zur Aufregung für David Bergner. Der sein erstes Spiel mit Meuselwitz in Cottbus bestritten hatte. Damals gab es ein klares 0:3 aus Thüringer Sicht. Heute ist die Sache in der ersten Halbzeit längst nicht so klar. Auch wenn sich Cottbus so langsam ranrobbt, an den ersten Treffer hier verpasst. Putze, das 1:0 für Energie. Da sind schon 40 Minuten rum, was auch Trainer Pele Wollitz zur Kenntnis nimmt. Eine Szene gibt's aber noch, die ZFC-Abwehrchef Müller ziemlich wehtut, der hier einen Schuss von Engelhardt genau ins Gesicht bekommt. Spiel geht weiter. Cottbus baut nochmal auf über die rechte Seite und dann ist es Erik Engelhardt, der mit seinem Kopfball an Hamroll scheitert. Beste Chance im Spiel bisher. Felix Müller hat davon aber nicht viel mitgekriegt, er muss erstmal behandelt werden. Doch pünktlich zur Halbzeitpause gibt's die Entwarnung, Müller kann weitermachen. Anders als Kollege Florian Hansch in der zweiten Halbzeit im Sturm. Er muss weichen für Benjamin Förster. Auch der bislang nur mit zwei Saisontreffern. Und Cottbus kommt mit viel Schwung aus der Kabine. Da gab es sicherlich eine ordentliche Ansprache von Pele Wollitz. Und die hat gesessen. Joshua Putze mit dem ersten Ausrufezeichen im zweiten Durchgang. Energie nun in der Daueroffensive. Nach der Ecke kommt Engelhardt an den Ball und da fehlen wieder nur ein paar Zentimeter zur inzwischen längst überfälligen Cottbuser Führung. Eisenhut legt diesmal auf für Hasse, der weiter zu Hofmann. Cottbus schnürt den Gastgeber am eigenen Strafraum ein und wieder muss sich Hamroll strecken, diesmal gegen den Schuss von Hildebrand. Meuselwitz kommt kaum noch raus aus der eigenen Hälfte und darf sich bei seinem Torhüter bedanken, dass es noch 0:0 steht. Schon rollt wieder der nächste Angriff aufs ZFC-Tor zu. Putze mit schöner Hackenablage auf Yannick Mäder, der aber auch nicht trifft gegen seinen Ex-Club. Und der hat dann plötzlich mal eine Kontergelegenheit. Stenzel schickt Kulke auf die Reise. In der Mitte lauert Andi Trübenbach. Pass von Kulke auf Trübenbach und der verpasst hier sein 6. Saisontor. Ja, so schnell kann's gehen. Das hätte das 1:0 sein müssen für David Bergner und sein Team, war es aber nicht. Stattdessen beißt sich Cottbus wieder fest in der Meuselwitzer Hälfte. Engelhardt wird umgerissen von Müller, gibt Freistoß für Cottbus. Jonas Hofmann legt sich den Ball zurecht, bringt ihn genau auf den Kopf von Kapitän Axel Borgmann und nach 65 Minuten ist der Bann gebrochen. 1:0 für Energie Cottbus, natürlich hochverdient für die Lausitzer und keine Abwehrchance für Hamroll bei diesem Kopfballtor. Die Fans aus der Lausitz nun in Feierlaune, zumal ihre Mannschaft nicht locker lässt nach dem Führungstor. Wieder Jonas Hofmann, der Putze bedient. Ball kommt zurück auf Hofmann. Herrlicher Chip in den Strafraum zu Erik Engelhardt. Und der macht in der 71. Minute das 2:0. Saisontreffer Nummer 12 für den Mann mit der 18 nach diesem herrlichen Zuspiel von Hofmann. Mit links angenommen den Ball, dann noch Senkbeil vernascht und mit links auch versenkt. Cottbus
hat jetzt richtig Spaß an diesem Fußballspiel, will auch noch was fürs Torverhältnis tun, obwohl der Aufstiegszug ja längst abgefahren ist. Flanke von Hofmann, heute bester Cottbusser auf Niklas Geisler und der macht im Nachsetzen das 3:0. Jetzt wird's langsam peinlich für den ZFC. Per Kopf scheitert Geisler noch an Hamroll, doch der Nachschuss ist drin. Trotzdem lässt sich Meuselwitz nicht hängen. Gutes Zuspiel hier von Förster auf den ebenfalls eingewechselten Niklas Jahn. Sein Ball wird lang und länger und dann ist er im Tor. Benny Förster ist zuletzt dran, doch der Treffer wird wohl Niklas Jahn gut geschrieben. Denn der Ball ist wohl schon hinter der Linie, bevor ihn Förster berührt. Wie auch immer, wenigstens ein Tor für Meuselwitz. Doch hinten verteilt Felix Müller schon wieder Geschenke. Auch Hamroll jetzt nicht mehr ganz bei der Sache. Und das bestraft Cottbus mit Gegentreffer Nummer 4, Erik Engelhardt. Zum zweiten Mal erfolgreich in dieser Partie. Und der macht mit seinem 13. Saisontreffer den Sack endgültig zu. Cottbus gewinnt auch in dieser Höhe, verdient mit 4:1 in Meuselwitz und überwindet damit seine Sieglosserie auf der Glaserkuppe, während Meuselwitz mit 0 Punkten aus dieser englischen Woche rausgeht, René.